Hey, ich bin heute gelandet in Deutschland wieder und bin aus New York City zurück. Wie man sieht, sehe ich noch total fertig aus. Ich fühle mich auch so, wie ich aussehe, aber dachte mir, egal, um jetzt dem Jetlag irgendwie zu entkommen, wollte ich mich jetzt irgendwie wach halten und dachte mir, schneide ich doch heute direkt das Video für euch zusammen, denn heute und morgen habe ich noch Urlaub und dann ist es vorbei, dann kommt ein Haufen Arbeit auf mich zu. Deswegen gibt es jetzt mein Follow Me Around in New York. Es wird chronologisch zusammengeschnitten. Irgendwie. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Es ist mein erstes Follow Me Around und ich hatte auf jeden Fall mega viel Spaß im Urlaub, beziehungsweise wir. Es hat uns super gut gefallen. Und ich zeige euch im Anschluss einfach einige Eindrücke, die ich so sammeln konnte, die ich auch für euch zum Teil festgehalten habe. Also viel Spaß dabei und einen schönen. Nee, Start in die Woche kann ich ja nicht mehr sagen. Es ist ja schon mittendrin. Also wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche und viel Spaß bei meinem ersten Follow Me Around. So, wir sind jetzt in der Jersey Garden Mall angekommen. Nach 8,5 Stunden Flug und Warten auf den Koffer sind wir jetzt endlich da. Wir dachten, wir ziehen das direkt mal jetzt durch am Anfang und fahren dann erst heute Abend ins Hotel. Jetzt schleppen wir die Koffer mit diesen Dingern hier. Aber es macht uns nichts. Wir freuen uns jetzt erstmal aufs Shoppen. Und ich melde mich dann, glaube ich, erstmal aus dem Hotel wieder zurück. Oder vielleicht werden wir nachher noch was essen. Ciao! So, meinen ersten Forever 21-Einkauf habe ich dann auch schon erledigt. Und Schatzi ist jetzt noch eben bei US Polo Outlet. Diese Mall ist auf jeden Fall riesig. Da gibt es ein Gap Outlet, Disney Store Outlet gibt es auch, Hollister, Abercrombie & Fitch habe ich auch schon gesehen. Muss ich noch überall rein. Vielleicht werden wir noch eine Kleinigkeit essen auf jeden Fall. Ja. Ganz schön groß hier. So, die erste Kleinigkeit zu essen. Und zwar habe ich von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, auf jeden Fall habe ich Pommes mit Bacon oben drauf. Und das werde ich jetzt gleich probieren. Sieht ein bisschen wie schon gegessen aus, aber ich glaube, es wird sehr lecker schmecken. Bin schon gespannt. Guten Morgen. Ja, wie ihr sehen könnt, sehe ich noch ziemlich fertig aus. Wir sind eben erst wach geworden. Hier ist es irgendwie 6:45 morgens. Bei euch ist es schon 6 Stunden später. Und ja, die Sonne scheint draußen. Wir werden aber, glaube ich, höchstens 20 Grad heute haben. Ja, wir waren gestern auf jeden Fall noch erfolgreich in der Mall shoppen. Super Angebote gehabt in Outlet. Es gab ja ein Disney Outlet, Abercrombie & Fitch Outlet, Hollister Outlet. Ach, und weiß ich gar nicht. Ich war im Forever 21 zum ersten Mal im Bath & Body Works und habe mir da auch ein bisschen. Also, ich habe auf jeden Fall zugeschlagen. Vor allen Dingen im Abercrombie & Fitch ist es unglaublich, wie viel günstiger das hier ist als bei uns. Ich habe für einen Top, was ursprünglich $56 gekostet hat, also wie gesagt, das ist ein Outlet, habe ich $20 bezahlt und für einen Rock habe ich sogar $6,99 bezahlt. Das ist echt Wahnsinn. Ja, und muss mir auf jeden Fall irgendwie nachher mal einen neuen Make-up-Entferner besorgen. Den Cleanser von Dermalogica, den ich irgendwie habe, der ist, entweder mache ich da was falsch oder der ist einfach mega schlecht. Ja, ich kann euch aber eben zeigen, das Zimmer ist zweckmäßig, ist halt nichts Besonderes. Hier ist mein Nachttischchen. Wir sind auf jeden Fall gestern Abend erst um 23 Uhr hier im Hotel wieder gewesen. Und ja, waren ganz schön fertig dann vom Tag. Wir waren dann fast 24 Stunden auf den Beinen und dann auch halt in der Mall direkt shoppen. Wir wollten das halt direkt ausnutzen. Wie man sieht, halt kein Flachbildfernseher, aber es ist ja auch kein Problem. Er ist auf jeden Fall groß genug. Es ist auf jeden Fall gemütlich. Es könnte anders aussehen. Und ja, hier noch ein paar leere Wasserflaschen von meinem Freund. Der ist gerade duschen. Vielleicht bin ich dran. Ja, auf jeden Fall ein kleines Hotel mit 52 Zimmern oder was. Gegenüber haben wir wohl einen Supermarkt. Und ja, da werden wir auf jeden Fall nachher erstmal ein bisschen Wasser fortkaufen und dann zum Times Square fahren. Und heute mal ein bisschen ruhiger machen, weil gestern mit dem Flug und dann direkt zur Mall, weil diese Jersey Garden Mall, die ist eigentlich quasi direkt neben dem Flughafen. Und dachten wir, es lohnt sich einfach am meisten, weil wir sind gegen 2:30 nachmittags gelandet. Und dachten, komm, dann gehen wir direkt in die Mall und fahren dann abends ins Hotel zurück. Da müssen wir nicht extra nochmal nach New Jersey reinfahren, was uns irgendwie 1,5 Stunden von Queens aus kosten würde. Denn wir sind ja in Queens hier im Hotel und
Ja, ich weiß nicht, ich könnte eigentlich mal eben mit euch aus dem Fenster gucken. Ich habe noch nicht aus dem Fenster geschaut. Ich glaube, die Aussicht ist nicht schön. Ja, hier ist die Wand. Jawohl, einfach eine Wand, aber hier vorne geht zur Straße raus. Ja, so typisch Queens, wirklich. Ja, wie gesagt, gleich gehen wir mal zum Supermarkt, gucken, was es da so gibt, was es zu trinken gibt. Hier ist übrigens unser XXL King Size Bett. Das ist echt voll riesig. Ja, und dann sage ich doch einfach mal, nehme ich euch mal später mit an Times Square und mache mich fertig. Ich bin echt gerade so. Aber Jetlag habe ich, glaube ich, nicht. Also mein Freund, der hat nur leider 4 Stunden geschlafen. Ich konnte ein bisschen länger schlafen. Und ja, dann sage ich einfach mal bis später. Tschüss. Und so sieht es dann aus, wenn man aus der U-Bahn-Station rauskommt. Wir sind jetzt im Red Lobster und es gibt schon mal einen kleinen Salat und meine Limonade hier und irgendwie so richtig coole Brötchendinger. Und dann zeige ich euch gleich noch meine fette Platte, die ich mir bestellt habe, und lasst mir jetzt erstmal den Salat schmecken. So, da ist sie, die leckere Platte. Hier meine Garnelen am Spieß. Hier oben, was ein bisschen komisch aussieht wie Blumenkohl, was ich erst dachte, ist der Inhalt von diesem Lobster hier. Und Garnelen in Knoblauchsoße. Richtig lecker. Und ich sag euch, dieses Brot ist der Hammer. Das ist so Käsebrot. Richtig, richtig gut. Ja, dann lasse ich es mir jetzt mal schmecken. Tschüss. So, guten Morgen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum, wohin nochmal? Natural Museum. Natural History Museum. Auf jeden Fall da, wo nachts im Museum gedreht wurde. Und ja, da bin ich schon super gespannt drauf. Jetzt gehen wir erstmal zur Bushaltestelle und fahren dann mit der Stadt wieder rein in die Stadt und hoffen, dass wir das jetzt ganz schnell finden. Ich habe mir jetzt was ganz Cooles geholt, und zwar Hershey's. Gibt es auch noch in Schokolade und weiße Schokolade. Aber ich probiere das hier jetzt erstmal. Ja, und dann hoffe ich, dass ich im Museum gleich filmen kann. So, dreimal dürft ihr raten, wo wir jetzt gerade sind. Genau, im Central Park. Und hier irgendwo müsste eigentlich in der Nähe das Museum sein. Wir dachten jetzt, wo die Sonne scheint, gehen wir doch noch mal ein bisschen hier spazieren. Ja. Weil eigentlich Regen für heute angesagt war. Ja, jetzt gucken wir erstmal, wo wir hin müssen. Ja. Und dann sage ich doch einfach mal, bis später.
Da ist er. Dum-dum, gib mir Gum-gum. Voll cool.